Also was ich auf jeden Fall raten würde, ist schon beim Punktieren, dass der Schliff von der Nadel quasi an die Decke zeigt. Denn das bedeutet, ich bin ventral mit der Nadel im Gefäß und der Draht, wenn er ein J hat, kommt so raus und lässt sich dann auch gut einführen. Also das wäre etwas, was ich auf jeden Fall empfehlen würde. Wenn der Schliff zur Rückwand des Gefäßes zeigt, geht der Draht auch zur Rückwand raus. Und dann kann es sein, dass ich selbst mit der Nadelspitze den Draht blockiere, dass eben nicht nach vorne geht. Also immer Schliff nach oben. Und was ebenfalls gerade bei Säuglingen und Neugeborenen sehr, sehr wichtig ist, man muss die Hand fixieren. Und wenn man die Spritze zur Aspiration abzieht, darf man wirklich nicht mehr mit der Nadel wackeln. Weil, wenn ich oben an der Nadel wackel, die ist 19 mm, 20 mm lang, dann ist ein Grad hier oben vielleicht 4 Grad unten. Und dann kann es passieren, dass die Nadel disloziert. Und obwohl ich das Gefühl habe, ich bin intravasal, geht der Draht nicht rein. Wahrscheinlich, weil ich dann schon wieder extravasal bin. Es sind nur ein paar Millimeter, die wir haben.